Crunchyroll, Leute, und heute kamen ja wieder die wöchentlichen Herausforderungen der Woche 5 und ich werde euch dann natürlich jetzt wieder helfen, die hier zu erfüllen. Ich habe schon die Schatzkarte in Greasy Groove abgecheckt und hier bei diesem Haus, wenn ihr hier rechts reingeht, seht ihr schon die Schatzkarte. Das ist diesmal so ein Totenkopf und ich habe erst ein bisschen überlegen müssen, bis ich drauf gekommen bin und nächste Runde werde ich da hingehen. Und auch diese Woche ist dieser Stern wieder bei dieser geheimen Basis, Raketenbasis, schon 2 Wochen in Folge und hier gehen wirklich gerade 10 bis 20 Spieler einfach hin und holen sich den. Also sie sind hier gerade alle auf der Spur. Und hier sehen wir es, Leute, ich hole ihn mir auch noch ab und wir haben ihn. Und auch direkt erfüllt, Leute. So, hier seht ihr es. Und ich zeige euch jetzt noch, wo diese Disco-Kugel am Loot Lake ist. Ich habe dazu auch ein Video hochgeladen. Und da müsst ihr dann einfach einmal Squad suchen und dann mit 3 Freunden oder eben, wenn ihr mit Randoms sucht, da tanzen. Und das genau hier bei diesem Haus. Aber ihr könnt es auch noch in meinem Video genau sehen, wie es dann auch funktioniert mit der Disco-Kugel. Also einfach das letzte, was ich hochgeladen habe mit allen Änderungen der Map. Also wenn ihr noch Stufen für euren Battle Pass braucht, dann lasst doch ein kostenloses Abo oder macht die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, euer Crunchyroll.